Das Freizeit- und Sportbad Oase in Güstrow wird derzeit vollständig saniert und modernisiert. Seit Juli 2020 laufen die Arbeiten. Für die Generalüberholung war es höchste Zeit. Wir befinden uns gerade noch in der Grundsanierung des Schwimmbades, die ja schon lange geplant war. Das Schwimmbad gibt es ja insgesamt seit 20 Jahren. Das heißt, im Laufe der Zeit ist natürlich in der Technik einiges kaputt gegangen oder hat sich verschlissen. Und dadurch war es jetzt nötig, hier zu investieren, eine Sanierung vorzunehmen. Genau, und da sind wir gerade mittendrin, wie Sie sehen, werden ja gerade Teile angeliefert. Am 29. September lieferten 5 Lkw die Geräte für die Lüftungsanlage. Ein Kran hiefte die zum Teil tonnenschweren Apparate vom Lkw in das Freizeitbad. Wir haben heute eine Geräteanlieferung. Wir sind verantwortlich für den Lüftung- und den Kältebereich hier in der Oase. Und die Geräteanlieferung, Lüftungsanlieferung ist etwas ganz Besonderes. A, weil sie finanztechnisch doch der größte Bestandteil ist. So ein Lüftungsgerät geht mal ganz schnell in die 500.000 in diesem Falle. Und was man vielleicht noch mal sieht, man sieht, wie groß die Geräte sind und wie knifflig denn manchmal auch die Einbringung ist. Und das ist für mich erstmal informativ ganz, ganz wichtig und für den Betreiber, der auch mit dabei ist, dass man kurz mal spricht, alles glatt gelaufen, super gegangen und in diesem Falle bis jetzt, toi toi toi, ist auch alles gut gegangen. Der sogenannte Rekuperator, eine Art Wärmetauscher, passte exakt durch den Schacht. Es war Millimeterarbeit. Ohne Komplikationen konnte er hinabgelassen werden. Mehrere Stunden waren die Arbeiter mit der Anlieferung und Abladung der Geräte beschäftigt. Im Freizeit- und Sportbad wird nicht nur das Schwimmbecken, sondern auch die Sauna und der Wellnessbereich saniert. Die Sanierungszeit insgesamt war etwa auf 1,5 Jahre festgelegt. Das heißt, Ende dieses Jahres sollte es wieder hier starten, also dass das Schwimmbad wieder eröffnet. Aber so wie es halt bei so einem Riesenbau ist, eine Riesensanierung, Corona-Umstände im Moment, Lieferzeiten verschieben sich, kann sich das natürlich ein bisschen verschieben, aber wir sind zuversichtlich, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, sollte es hier wieder starten mit normalem Badebetrieb. Die Güstrower Oase kommt den großen Schritten der Wiedereröffnung entgegen und will wieder zum beliebten Ziel für Wasserratten werden.